Hey, Arnold, hängst wohl in diesem Freizeitpark rum, wa? Sieht aus, als wäre dieser Burrito eine Nummer zu groß für dich. Schnell, find was zu trinken. Arnold, warte! Gott weiß, was es in diesem Zauberladen gibt. Nun, da du dein Problem mit dem mexikanischen Essen erfolgreich gelöst hast, lass uns gehen und Spaß haben! Was für eine riesige Schlange. Sieht so aus, als müsstest du noch ein bisschen warten, oder? Arnold, das macht man aber nicht. Sieht aus, als bräuchte diese süße kleine Oma deine Hilfe. Arnold, pass auf! Weißt du, Arnold, ich habe beschlossen, ins Leichenschauhaus zu gehen, um mich von dir zu verabschieden. Und? Oh mein Gott, du lebst ja noch. Nein, du wurdest wiederbelebt. Es scheint, dass das Elixier, das du getrunken hast, funktioniert hat. Du bist jetzt unsterblich. Herzlichen Glückwunsch, Arnold. Du bist nun der am längsten lebende Organismus auf der Erde. Dein Körper regeneriert sich unaufhaltbar. Und der Begriff zelluläre Seneszenz ist nur noch ein Witz für dich. Nun, wie wirst du deine Unsterblichkeit nutzen? Ganz einfach. Du wirst bei Rot über die Ampel gehen, Mädchen begrapschen. Du wirst auch den Kenny McCormick Lookalike-Wettbewerb gewinnen. Das ist doch lächerlich. Du hast unendlich viele Jahre vor dir und verschwendest sie damit. Arnold, du könntest alles auf der Welt studieren. Jede Kampfsportart lernen. Und sogar neue Galaxien erforschen und kolonisieren. Arnold, wie wär's damit, wenn du aufhörst, deine Zeit zu verschwenden? Außerdem verändert sich die Welt um dich herum rasant. Aber du wirst dem Fortschritt hinterherhinken und du wirst dich in der Gesellschaft überflüssig fühlen. Alles, was dir einmal wichtig war, wird allmählich verschwinden. Mit der Zeit wird dich auch nichts mehr wirklich erfreuen, weil du ja schon alles gesehen hast. Glückwunsch, Arnold! Du hast dich gerade freiwillig für den Test der kugelsicheren Haut gemeldet. Wow! Du lebst ja noch, Superman! Also, ein erfolgreicher Test. Hey, Arnie! Die Jungs scheinen mit dem Ergebnis zufrieden zu sein, aber sie wollen den Einsatz erhöhen. Ein Granatwerfer feuert eine Granate mit einer Geschwindigkeit von 120 Metern pro Sekunde ab. Und sie kann eine 50 cm dicke Stahlpanzerung durchdringen. Jetzt brauchen wir etwas Ernsthafteres. Zum Beispiel eine Haut aus Fulleren. Dies ist das stärkste Material, das die Wissenschaft bisher kennt. Ein Allotrop des Kohlenstoffs. Und es ist 200 Mal stärker als der stärkste Stahl. Glückwunsch, Arnie! Deine Fulleren-Haut kann einer Raketengranate standhalten. Was man von deinem Gehirn natürlich nicht behaupten kann. Die Schockwelle hat es in flüssige Götterspeise verwandelt. Aber zum Glück bist du in einem supergeheimen Labor. Genau, Arnold, das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu fliehen. Denn jetzt können dich automatische Waffen nicht mehr verletzen. Du kannst auch nicht erwürgt werden. Und selbst wenn dich ein Auto überfährt, kann dir das nichts anhaben. Aber deine Stärke, Arnie, du kleines Weichei, die hat sich kein bisschen verändert. Stattdessen hast du, wie ich sehe, jetzt Nerven aus Stahl. Aber das Problem ist, dass du dich jetzt für den Rest deines Lebens verstecken musst, damit niemand weiß, was du für eine Superhaut hast. Warte, was? Ich verstehe, Arnie. Du würdest alles tun, um beliebt zu sein. Naja, jedem das Seine. Arnold, schau, das bist du. Aber aus der Zukunft. Warte, er braucht nicht deine Klamotten. Er braucht Hilfe. Deshalb gehst du jetzt in das Jahr 2050. Oh je, das ist nicht die strahlende Zukunft, an die die Menschen denken. In der Tat leidet die Erde im Jahr 2050 unter der globalen Erwärmung. Die Bevölkerung des Planeten ist auf über 10 Milliarden Menschen angewachsen. Diese Überbevölkerung hat zu einer Verknappung des Süßwassers geführt. Kannst du dir das vorstellen? Der Planet steht am Rande der Zerstörung und sie streiten sich um Pepsi. Okay, zurück zu unserer Mission. Im Jahr 2050 hat jeder kybernetische Implantate. Und da feindliche Drohnen Implantate auf einer Entfernung von 10 Kilometern aufspüren können, bist du, Arnold, die unentdeckbarste und unverwundbarste Person im Jahr 2050. Du bist derjenige, der helfen wird, den Verlauf des Krieges zu verändern. Soldaten, versammelt euch! Und so, Arnold, Feind wurde im Norden gesichtet. Doch der Weg ist durch elektromagnetische Geschütze versperrt. Anstelle von Geschossen feuern sie elektrische Impulse ab. Und die Impulsgeschwindigkeit übersteigt 7000 Kilometer pro Stunde.
Wir müssen einen Unterschlupf finden. Schnell, geh runter in die Unterführung. Du bist den Kanonen entkommen, Arnold. Aber es gibt jetzt andere Probleme. Scanner-Drohnen. Und mach dir keine Sorgen, Arnold. Denke daran, diese Drohnen werden dich nicht einmal bemerken. Du musst nur an ihnen vorbeieilen und den Strom abschalten. Gut gemacht, Arnold. Die Zukunft war sicher nicht bereit für Leute wie dich. Mach weiter, Kumpel. Du bist fast am Ziel. Es ist Zeit, an die Oberfläche zu kommen. Arnold, hier gibt es viele Feinde. Steig in das Exoskelett. Damit kannst du ein super Soldat werden und lange Strecken zurücklegen, ohne zu ermüden. Und jede körperliche Aktivität wird 20 Mal leichter als vorher. Du bist jetzt unschlagbar, Arnold. Jetzt musst du nur noch die Steuerung beherrschen. Arnold, nee. Oh Mensch, jetzt hast du dich gerade selbst in der Zukunft getötet. Okay. Nun, keine Zeit zum Trauern. Deine Feinde werden kommen. Du hast einen Flammenwerfer. Benutze ihn. Oh ja, hätte ja niemand gedacht, dass dies eines Tages in Hollywood passieren würde. Arnold, pass auf, eine Rakete. Sieht aus, als führen sie wieder etwas im Schilde. Hey, wollt ihr jemanden unsterblich machen? Wow, wer ist denn das? Ich schätze, dieser Typ kennt Einsamkeit nur vom Hörensagen. Ich glaube, wir haben genau den richtigen gefunden. Ich kann es ja kaum erwarten, wie ihr ihn unsterblich macht. Die DNA von Foys in den Cutie zu transplantieren, ist eine tolle Idee. Vom biologischen Standpunkt aus kann man einen Menschen unsterblich machen. Dazu muss man lediglich die Neigung zum Altern und zu Krankheiten aus der DNA entfernen. Aber heute versuchen Snot und Gob herauszufinden, wie kann man etwas töten, das unsterblich ist. Der erste Test ist die Teleportation. Um ein Objekt von Punkt A nach Punkt B zu schicken, musst du alle Atome und neuronalen Verbindungen genau so bewegen, wie sie im Original waren. Danach muss das Original zerstört werden, sodass nur noch die perfekte Kopie übrig bleibt. Daher tötet die Teleportation theoretisch sowohl einen Sterblichen als auch einen Unsterblichen. Ich hatte ein etwas anderes Ergebnis erwartet. Aber es ist zu früh, um aufzugeben. Hier haben wir ein alkalisches Bad, das jedes Lebewesen auflösen kann. Schade, dass diese Außerirdischen nicht Breaking Bad gesehen haben, denn dann wüssten sie, dass Alkali eine Badewanne schneller zersetzt als einen menschlichen Körper. Ich glaube, der nächste Test wird dich auf jeden Fall umbringen. Wir werden dein Gehirn zerstören. Kein Mensch auf diesem Planeten kann so etwas länger als einen Tag aushalten. Du bist noch am Leben! Okay, zu unserem Glück haben Snort und Gorb gestern zufällig diesen riesigen Fleischwolf geklaut. Rein da mit ihm! Worauf warten wir noch? Der Fleischwolf schaltet sich nicht von selbst ein. Hey, Arnold! Arnold! Oh nein! Hupala, wir haben ein kleines Problem. Arnold, habe keine Angst. Aber du bist lebendig begraben. Genau wie Rodrigo Cortez. Hör auf zu schreien! Schreien erhöht Panik, Herzschlag und dementsprechend die Menge an Luft, die du aufbrauchst. Und du hast maximal 2 Stunden Luft in deinem Sarg, bis dir der Sauerstoff ausgeht. Arnold, dein Telefon! Du bist doch nur 2 Meter tief. Hurra, du hast Empfang! Ruf deine Lieben an, die werden dich doch retten. Aber das ist nicht sicher, denn für sie bist du ja tot. Sie werden wahrscheinlich denken, dass dein Anruf ein dummer Scherz ist. Versuche, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Dein Post wird sicher gesehen, aber erst nach einer Katze im lustigen Outfit, einem neuen Beitrag von Ariana Grande und eine lustig geformte Kartoffel. Ich hab's! Mit Geotext versehene Posts erhalten 79% mehr Aufmerksamkeit. Und ein Post darüber, dass Öl gefunden wird, wird die Aufmerksamkeit von Donald Trump 100%ig auf sich ziehen. In kritischen Situationen werden die tierischen Instinkte aufgeweckt. Ich meinte ja eigentlich, dass die in dir aufgeweckt werden. Arnold, bei Sauerstoffmangel haben die Menschen oft Halluzinationen. Vielleicht können wir einfach googeln, was zu tun ist. Das Leben nicht verändern, einen Sarg kaufen, verlassen Sie Ihre Komfortzone.
Die Suchergebnisse gehen ja gar nicht. Oh, Kill Bill 2! Hey. Mach es wie Uma Thurman! Du musst dein Loch in den Deckel schlagen. Sei stark im Geist. Sammle all deinen Ärger wie Naruto und... Hat es wehgetan? Du musst irgendwie den Deckel aufkriegen. Schau, ob du irgendetwas in der Tasche hast. Ah, Arnold, was ist denn das? Was soll denn das? Du nutzt das doch nicht mal außerhalb eines Sarges. Ah, das wird reichen. Schlag! Ist so, als ob du Faschisten entkommen wollen würdest oder vor dem Gejaule von Billie Eilish kapitulieren würdest. Geschafft! Jetzt musst du die Erde im Sarg verteilen, um den Weg nach draußen freizumachen. Du musst das Hemd über deinen Kopf ziehen. So verhinderst du, dass du erstickst, wenn die Erde sich überall um dich herum befindet. Arnold! Arnold! Aufwachen! Wieder Halluzinationen? Es ist viel einfacher, dem Grabe zu entsteigen, wenn die Tiefe gleich oder weniger als die Größe der Person ist. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Heute werden wir dich lebendig begraben, zum dritten Mal. Und da die Leute schon oft gesehen haben, wie du diesen Trick vorgeführt hast, wirst du es dieses Mal auf besondere Weise tun. Wir werden dir Handschellen anlegen und der Sarg wird aus Metall sein. Okay, Arnie, Kumpel, bist du bereit? Rein mit dir! Bei der vergangenen Beerdigung hast du bereits die wichtigsten Regeln gelernt. Du musst ruhig und tief atmen, um Sauerstoff zu sparen. Okay, jetzt hör auf, ruhig zu sein. Wir müssen die Handschellen abnehmen. Das ist ganz einfach. Du musst dir nur an jeder Hand einen Finger brechen, damit du sie durch die Handschellen stecken kannst. Hör auf zu jammern, Arnie. Du hast doch noch zwei Finger übrig. Benutze deinen Gürtel oder deine Uhr, um zu versuchen, den Deckel aufzubrechen. Ein Metallsarg hat übrigens an den Rändern Schwachstellen. Komm schon, Arnie, das war ein Scherz. Du kannst das Metall nicht knacken, du Trottel. Über dir liegen 2 Meter Erde, die mit einer Masse von 2,5 Tonnen nach unten drücken. Diese dritte Beerdigung wird wohl deine letzte sein. Arnie, wo bist du? Och, du kleiner Mistkerl. Ja, du bist wahrscheinlich Arnie Houdini. Auf die gleiche Weise kletterte Harry Houdini durch ein Geheimfach in der Seitenwand des Sarges in einen Tunnel. Und dann ließ er sich durch eine Luke im Grab von oben auf den Sarg fallen und bedeckte sich mit gut 1,5 Meter Dreck. Aber wo ist die Luke, Arnie? Was für eine Überraschung. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass ich dich so einfach rauslassen würde, oder? Schwimm hoch, Arnold, bevor der Beton aushärtet. Heute ist dein letzter Tag. Genau wie für 684.000 Menschen jedes Jahr, die aus großer Höhe hinunterstürzen oder aufgrund eines medizinischen Fehlers. Das ist die dritthäufigste Todesursache in den USA, nach Herzkrankheiten und Krebs. So ein Quatsch! Du wurdest von einem Elektroroller angefahren. Deine Sinne beginnen zu versagen. Das Gucken, der Geruchssinn, Schmecken und schließlich das Gehör. Mein Freund, du bist tot. Nach einem Herzstillstand hast du 6 Minuten Zeit bis zum vollständigen Hirntod. Diese Zeitspanne verlängert sich bei Anabiose oder Unterkühlung. Ein Mädchen überlebte, obwohl sie 6 Stunden klinisch tot war. Sie lag auf Eis mit einer Körpertemperatur von nur noch 18 Grad. Aber das hat ihr Leben gerettet. Aber dir wird keiner helfen, Kumpel. Nach 10 Minuten hast du 10% weniger Sauerstoff. Oh, und kein Portemonnaie mehr. Dein Herz hat aufgehört, Blut zu pumpen und es bilden sich Blutgerinnsel. Aber dein Gehirn arbeitet jetzt aktiver als je zuvor. Bei einem 87-jährigen Mann wurde ein Elektroenzephalogramm durchgeführt, als er plötzlich einen Herzinfarkt erlitt. 15 Sekunden vor seinem Tod entdeckte das EEG spezielle Hirnwellen in seinem Kopf. Solche Wellen treten beim Träumen oder bei der Meditation auf. Deshalb kann es sein, dass du dich zum Zeitpunkt deines Todes wirklich an dein ganzes Leben erinnerst. In diesem Moment hast du 12-mal mehr Dopamin und 20-mal mehr Serotonin. Deshalb erlebst du gerade einen sehr lebhaften Traum. Während des klinischen Todes erleben nur 15% der Menschen etwas Schreckliches. Der Rest sieht die Gesichter von Familienmitgliedern, Tieren oder Pflanzen, vergangene Ereignisse oder sogar das klassische Licht. Wow, Arnold, herzlichen Glückwunsch! Du bist gestorben und in den Himmel gekommen. Stell dich in die Schlange an und warte darauf, dass Petrus dich hineinlässt. Wow, wie cool ist das denn? Hey, schau mal, ist das John Lennon? Nee, warte mal, das ist Jesus. Hier gibt's ja sogar eine Wand mit Bildern von Gott, die von großen historischen Künstlern gemalt wurden.
In der Antike glaubten die Menschen, dass Gott furchterregend und blutrünstig ist. Die Azteken zum Beispiel opferten ihrem Gott Huitzilopochtli ständig Menschen, damit es regnet. Die alten griechischen Götter verkörperten menschliche Eigenschaften oder Naturphänomene. Leider, Arnie, bekommst du im christlichen Paradies im Gegensatz zum muslimischen nicht 72 Jungfrauen. Aber hey, schau mal, genau da, das ist John Lennon! Oder ist das wieder Jesus? Und hier ist er, er hat viele Namen. Der Schöpfer, Jehova, Adonai, Yahweh, Gott. Oh, er schläft. Du solltest dich besser nicht an seinen Sachen zu schaffen machen, Arnie. Arnie, was hast du denn vor? Mensch, du kannst doch da nicht reingehen. Das ist die Schaltzentrale für die ganze Welt. Fass bloß nichts an, Arnie. Oh, das ist nicht gut. In den letzten Jahrhunderten hat der religiöse Glaube auf der Welt abgenommen. Und Gott, das beliebteste Wesen der Welt, hat eine Menge Hasser. Wag's ja nicht, Gott zu spielen, Arnold. Der Mensch ist einfach zu gierig für diese Rolle. Es gibt noch viele andere Beispiele aus der Geschichte, die alle ziemlich übel endeten. Arnold, höre auf! Das ist kein Scherz, Kumpel. Arnold! Na toll, alles aus dem Ruder gelaufen. Fanatischer Glaube hat schon immer zu Kriegen geführt. Und nun hat ein nuklearer Kreuzzug begonnen. Arnold, höre auf, bevor es zu spät ist! Hörst du mir überhaupt zu? Puh, gerade noch rechtzeitig. Hey, Gott? Versteh das bitte nicht falsch, aber Gott sei Dank bist du hier. Arnold, sieht aus, als wärst du fertig. Hey, Arnold, ich habe eine Überraschung für dich. Heute nimmst du an einem Experiment teil. Keine Sorge, es wird von echten Profis durchgeführt. Oder nicht? Lass uns mal sehen, wie sich die Erdlinge unter Angstbedingungen verhalten. Ist dieses Dorf wirklich furchterregend? Ich habe vor Angst gepinkelt. Übrigens trinkt den Saft nicht. Er war 10.000 Stunden in Dors. Er sieht nicht ängstlich aus. Und jetzt Schwerelosigkeit einschalten. Wie im Weltraum. Also Arnold, bist du bereit, das Spiel im Weltraum zu spielen? Naja, oder einfach rumfliegen. Auf der Erde, Arnold, hält dich die Schwerkraft unten. Springen und wegfliegen geht also nicht. Aber wenn du genug Geschwindigkeit aufbringen könntest, dann könntest du die Schwerkraft der Erde überwinden. Die Schwerkraft und die Trägheit gleichen sich aus und du kannst sicher in der Schwerelosigkeit um die Erde fliegen. Sicher in der Schwerelosigkeit sich zu bewegen ist nicht einfach. Und schon gar nicht mit deiner mangelnden Intelligenz. Arnold, es scheint, du hast eine neue Art Treibstoff entdeckt. Er kann dir helfen, mit den Monstern fertig zu werden. Zum Glück bist du nicht der Einzige, der das Flugtraining verpasst hat. Vorsicht, Arnie! Sieht so aus, als hättest du das Siegel gebrochen. Durch die offene Schleuse ist das Gleichgewicht der Gase aus den Fugen geraten. Zieh deinen Anzug an, Arnold. Hurra! Du hast es geschafft! Aber jetzt gibt es ein weiteres Problem. Wie willst du jetzt die Monster hören? Ich glaube, du wirst die Monster einfach selbst verscheuchen. Nein, du bist nicht taub, Arnold. Schall kann sich nicht in einem Vakuum ausbreiten. Schall breitet sich in Wellen aus. Ein schwingendes Objekt überträgt seine Schwingungen auf benachbarte Moleküle oder Teilchen. Im Weltraum sind die Luftmoleküle so weit voneinander entfernt, dass sie keine Schwingungen übertragen können. Keine Luft, kein Schall. Es ist also besser, du bleibst im Schrank sitzen. Jedenfalls, solange man dich lässt. Houston, wir haben ein Problem. Ist das die letzte Tür? Ich frag mich, was sich dahinter verbirgt. Arnold, halt dich fest, es ist noch nicht vorbei. Er ist im Weltraum. Wir veranstalten eine Party im Stil von Among Us. Ein beliebtes Spiel mit über 500 Millionen Spielern. Mehr als jedes andere Spiel in der Geschichte. 97% der Spieler zocken die kostenlose Version auf mobilen Geräten. Der Großteil der Einnahmen wird durch die kostenpflichtige PC-Version generiert. Natürlich spielen wir die kostenlose Version. Wenn es kostenlos ist, ja, dann spiele ich auch. Und ich habe Braun nicht ohne Grund gewählt, denn er wird in weniger als 65% der Fälle rausgeschmissen. In mehr als 90% der Abstimmungen entscheiden sich die Leute für den Rauswurf von Schwarz. Und das ist genau die Farbe, die du hast, Arnold. Lass die Spiele beginnen! Das Wichtigste, du musst schnell handeln, denn du kannst zu jeder Zeit getötet werden. Und hier ist der erste Mord.
Keine Sorge, wir haben eine Menge Detektive hier. Die werden sofort herausfinden, dass du nicht der Betrüger bist. Ups, ich bin mir ziemlich sicher, dass du hier beschissen wurdest, Arnold. Es ist Zeit zu verschwinden, bevor du in den Weltraum geschleudert wirst. Du musst Aufgaben im Spiel erfüllen, um dem Rest der Spieler klarzumachen, dass du kein Betrüger bist. Puh, dieser Raum ist ja schon besetzt. Lass uns das Pärchen nicht stören. Es gibt eine neue Aufgabe. Du musst das Feuer im Elektroraum löschen. Sieht so aus, als hätte es geklappt. Sie glauben dir. Los geht's. Hilf diesem Spieler. Ich glaube, ich habe einen Feuerlöscher gesehen. Arnold, jemand versucht ernsthaft, dich reinzulegen. Außerdem sind laut Statistik die Elektro- und Verwaltungsräume die gefährlichsten Orte. Wenn du tatsächlich ein Betrüger bist, musst du die Maschine in die Luft jagen und das Spiel gewinnen. Es klappt nicht. Das ist cool, Arnold. Du bist also kein Betrüger. Glückwunsch! Vorsicht! Hab ich dich, mein Freund! Verzeih mir, wir hatten Spaß, aber jetzt müssen sich unsere Wege trennen. Es wird von Tag zu Tag schwieriger, die virtuelle Realität von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Juhu! Déjà-vu! Beruhige dich, du paranoider Spinner. Streunende Tiere brechen oft in Häuser ein, um Futter zu finden. Oder ist die Welt um dich herum vielleicht nur eine Simulation? Entspann dich, Kumpel. Das ist eine optische Täuschung. Wenn du deinen Blickwinkel änderst, fügt sich alles zusammen. Aber in Wahrheit ist alles, was du siehst, nur die Interpretation deines Gehirns. Das Licht, das auf deine Netzhaut trifft, wird in einen Impuls umgewandelt, der Informationen an das visuelle Bildverarbeitungssystem weiterleitet. Von dort geht das Signal an dein Gehirn weiter und du siehst, was du siehst. Und wenn... Was für eine Schönheit! Ein weiterer Glitch? Oder eine Folge der beliebten Trends auf den Massenmärkten? Eine solche Synchronität kann einen glauben lassen, dass man den Verstand verliert. Ja, Arnold, du hast recht. Das musst du unbedingt aufnehmen. Aber nimm dein Handy langsam und vorsichtig aus der Tasche, Kumpel. Sonst könnte die Polizei denken, dass du nach einer Waffe greifst. So funktioniert die Täuschung. Die Netzhautformation in deinem Stammhirn wird erregt. Hey, wo willst du hin, du Feigling? Arnie! Wer ist das? Nein, 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 denk nicht mal daran. Das ist doch nicht die Matrix. Das war eine schlechte Idee, Arnold. Fast so schlecht wie eine Fortsetzung der legendären Trilogie. Hier ist Arnold, ist eine Halluzination. Und die Effekte sind jetzt 300 Mal stärker. Und Arnolds Gehirn verwandelt sich in Glibber. Genau genommen er auch. Jetzt brauchen wir die schnelle Hilfe. Was passiert hier? Was zur Hölle? Bin ich jetzt auch ein Glitch? Woran erkennst du, was echt ist und was nicht? Arnold, ein weiterer einsamer Abend für dich vor dem Fernseher. Also, was haben wir hier? Elon Musk hat eine neue Rakete in den Weltraum geschossen und der Weltraum hat ein Meteor zurück auf Elon Musk geschossen. Arnold, entspann dich. Du weißt nicht einmal, was ein Meteor ist. Ein Meteor ist ein großer Himmelskörper von kosmischem Ursprung. Seine Masse reicht von ein paar Gramm bis zu Tausenden von Tonnen. Und hab keine Angst. Es gibt nur einen einzigen Fall in der Geschichte, in dem ein Meteoriteneinschlag einen Menschen getroffen hat. Und zwar 1954. Und selbst da hat er nur jemanden in sein Bein getroffen. Oh, es scheint, es würde sich jemand freiwillig melden, um den Planeten zu retten. Und er platzt geradezu vor Begeisterung. Es sieht so aus, als ob diese Episode die kürzeste aller Zeiten sein wird und ein Happy End hat. Oh nein, vergiss es. Wie immer, wie immer. Es sieht so aus, als würde unser Planet bald zerstört werden. Oder vielleicht gibt es einen anderen Retter. Könnte es Arnold sein? Ausgezeichnet. Wir werden ein Outfit für dich aussuchen. Also das hier ist nein. Definitiv nicht das. Oho, nee, bitte. Jetzt dieses? Das ist es. Obwohl, wir könnten einfach kopieren, was das Projekt DART von SpaceX gemacht hat. Es ist geplant, dass im Jahr 2022 ein 500 Kilogramm schweres Raumschiff mit einer Geschwindigkeit von 6 Kilometern pro Sekunde in einen Asteroiden namens Didymos einschlagen wird. Der Autopilot ist noch nicht installiert. Also wirst du manuell fliegen müssen und ein Held werden. Oh, wow, du hast überlebt. Ziemlich genau wie alle anderen niederen Lebensformen wie Mikroben. Aber jetzt gibt es ein kleines Problem mit dem Wasser. Nachdem ein Meteor mit einem Durchmesser von 100 Kilometern auf die Erde einschlug,
zerstörte die Schockwelle fast alles Leben in einem Radius von 100.000 Quadratkilometern. Es gab eine riesige Freisetzung von Schwefel. Und Staub und Asche von all der Zerstörung stiegen in die obere Atmosphäre auf und versperrten den Zugang zu den Sonnenstrahlen. Du musst hungrig sein. Es ist gut, dass du deine Weltraumnahrung in der Rakete aufbewahrt hast. Es gab kein Essen? Das ist ja schrecklich. Denn auf der Erde gibt es nun auch keine Nahrung mehr. Es ist gut, dass du einen Raumanzug trägst, denn draußen sind es minus 50 Grad. Und du willst hier nicht sehr lange sein. Pass auf! Ich habe vergessen hinzuzufügen, dass Kakerlaken überlebt haben. Und die sind nun ein kleines bisschen mutiert. Du rennst besser in die Unendlichkeit und darüber hinaus. An einem ruhigen Tag, der keine Katastrophe andeutete, wurde Arnold in einem Hypermarkt eingesperrt. Du fragst dich vielleicht, warum? Und die Antwort ist, darum. Ich wollte ihn einfach in den Supermarkt einsperren. Hier kannst du den ganzen Tag über Süßigkeiten und Schokoriegel essen und in einem Einkaufswagen durch den Laden fahren. Du hast Zugriff auf Waren für die Erholung, Sport, Kleidung und sogar Medikamente. Im Durchschnitt gibt es 120.000 verschiedene Produkte in einem Supermarkt, die dir 50 Jahre lang ein sorgenfreies Leben ermöglichen. Aber leider wird ein großer Teil dieser Güter ohne Strom schon am nächsten Tag verderben. Bei Raumtemperatur ist die gesamte im Laden befindliche Milch in nur 18 Stunden schlecht. Frisches Huhn, Schweinefleisch und Rindfleisch werden innerhalb eines Tages ungenießbar. Kuchen und Gebäck halten etwas länger, vielleicht 36 Stunden, wenn du Glück hast. Du kannst ja ein paar Tricks probieren. Den Fisch salzen und das Brot trocknen. Dann wird deren Haltbarkeit um Jahre verlängert. Aber hey, nutze den Tag, Arnold! Nach einer Woche werden Obst und Gemüse schlecht und du musst auf Getreide umsteigen. Aber die Zubereitung wird die begrenzte Wassermenge um mindestens 10 Jahre verringern. Du kannst versuchen, das zu verlängern, indem du es durch Cola aus der Gartenabteilung filterst und dann mit Silber reinigst. Okay, also, ab jetzt werden deine üblichen Mahlzeiten aus Konserven bestehen. Rindfleischeintopf kann fast unbegrenzt haltbar sein, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist. Eingelegte Gurken und Tomaten können eine zusätzliche Wasserquelle sein. Also, die 3 Tonnen Konserven, die im Laden sind, halten 8 Jahre lang. Und dann ist die letzte verbliebene Nahrungsquelle? Viele Dinge können für andere Zwecke verwendet werden. Zum Beispiel kannst du deinen Hintern mit fast jeder Art von Papier abwischen. Du musst es nur gründlich zerknittern und, nun, verwenden. Ja, so wie es unsere Ur-Ur-Ur-Omas getan haben. Ja, und wenn dir das Geld ausgeht, kannst du jederzeit... Hey, fass nichts an. Irgendwie übersteigt dein Unsinn alles, Arnold. Du hast es geschafft, die Träume von so vielen zu erfüllen. Ganz allein auf einem riesigen Kreuzfahrtschiff zu sein. Juhu! Für eine einfache 7-Tage-Reise gibt's hier mehr als 12.000 Eier. 380 Kilogramm Eiscreme und 2 Tonnen Meeresfrüchte und Fleisch an Bord. Diese Menge an Lebensmitteln reicht aus, um dich etwa 5 Jahre lang zu füttern, wenn du alles alleine essen würdest. Nach einer Kreuzfahrt nehmen die Menschen im Durchschnitt bis zu 3 Kilogramm zu. Auf Kreuzfahrtschiffen gibt es so viel Unterhaltung, dass den meisten Passagieren 7 Tage nicht ausreichen, um alles zu sehen und zu erleben. Ups, sieht so aus, als hätten wir keinen Treibstoff mehr. Bei voller Fahrt verbrennt das Schiff bis zu 5 Tonnen Treibstoff pro Tag. Jetzt wirst du auf dem Meer treiben, wie alle anderen Kreuzfahrtschiffe auch, weil das billiger ist, als im Hafen zu stehen. Arnold, es sieht so aus, als würde dein Urlaub ein bisschen länger dauern als erwartet. Ein ganzer Monat ist vergangen. Ich frage mich, wohin die Strömung dich tragen wird. Herzlichen Glückwunsch, Arnold. Jetzt hasst dich die ganze Welt. Pack deine Sachen, du Knopf. Dein Urlaub ist vorbei. Wir befinden uns jetzt in Portugal. Hier bilden sich die höchsten Wellen der Welt. Sie sind wie ein Gepard, aber in der Welt der Wellen, weil sie die Geschwindigkeit von fast 100 km/h erreichen. Ein hawaiianischer Surfer hat hier eine 25-Meter-Welle geritten. Dafür kam er ins Guinness-Buch der Rekorde. Hast du jemals von einer Killerwelle gehört?
Dies sind Wellen mit einer Höhe von 25 bis 30 Metern, die selbst von einem Schiff aus nicht zu sehen sind. Sie können plötzlich und unbemerkt auftreten. Daher bleibt nur sehr wenig Zeit, um die Besatzung eines Schiffes zu retten. Killerwellen können ein Schiff mit nur einem einzigen Treffer versenken. Sogar Conor McGregor würde einen solchen Knockout beneiden. Die größte Welle wurde 1958 in der Lituya Bay in Alaska registriert. Die Welle erreichte eine Höhe von 30 Metern und flutete die Berge drumherum. Infolgedessen wurde die gesamte Vegetation bis zu einer Höhe von 518 Meter über dem Meeresspiegel zerstört. Und das ist die Höhe von 5,5 Freiheitsstatuen. Schrei nicht unter Wasser, sonst erstickst du. Halte dich auf jeden Fall bei Bewusstsein. Arnold! Arnold!